Grüßt euch, der Feider ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer Zock am Simulatorenfreitag. Zuletzt waren wir bei der Polizei, jetzt sind wir wieder auf genau der gegenüberliegenden Seite. Und zwar gibt es den Süß Simulator 2 und wir haben den ersten ja schon ein wenig gespielt. Aber ich habe gedacht, da müssen wir da auch in den zweiten hineinschnuppern. Und ich weiß nicht, ob es was gibt, was es im ersten nicht gab, ob sich da viel verändert hat, aber das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, spielen! Neues Spiel! Einfach normal. Story-Modus. So. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Aber wir werden es herausfinden. Den Code kann ich mir nicht merken. Halten wir das auf. Freiheit für den Bart. Free Beard. Die Fortschrift. They're coming. You have 1 minute. Okay, was soll ich denn machen? Sicher. Kann ich mich denn ducken? He's not here. Check the back guard. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Flucht durch das Hintertür. Wo ist denn das Hintertor? Da ist wohl vorne. Okay. Nicht, wie man sich duckt, das wäre schon geil. Geh da lang, jawohl. Und die anderen zwei da vorne. Nein. Ja, du Wippen. Got you, bastard. Der hat eine Wuppen. Laden, sichern, nochmal. They're coming. You have 1 minute. Du weißt nicht mal, wo was drin war. Das hätte ich mir jetzt eigentlich merken können, gell? Doch, auf der Seite war gar nichts. Thank you.
Ah, diesmal weiß ich. Back guard. Ha! Wenn du schnell genug bist, ist das wurscht. Ah, man muss bloß schnell irgendwo sein. So. Willkommen. Okay. Heike, Sonne, Mond und Sterne. Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Okay. Okay, müssen wir irgendwo Neid gemacht. Mal schauen, ob da jemand da ist, ne? Do not enter. Ich will aber entern. Ich gehe mal davon aus, dass Mikrokamera. Platziere die Mikrokamera im Briefkasten und warte 24 Stunden, um zu fahren, wann die Mütter. Okay. Kann ich wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Wir gehen jetzt einfach da rein, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, wir nehmen einfach mal alles mit hier. So schön. Ah. Keine Ahnung, wer lagert denn da Geld? Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Number's 115. Thank you.
Ja klar, da liegt Geld rum. Wir sind so dumm. Da ist ein Tresor. Einfach so, im Nirgendwo. Okay, fahre zu Joe's Brandhaus und verkaufe dein Stuff. Also was ich schon mal gut finde ist, dass wir ein besseres Auto haben wie das letzte Mal. Thief FM. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinfahren soll. Park jetzt einfach mal da auf der Wiese, weil ich weiß nicht, wo hier ein Parkplatz ist. Sehr schön. Open. Soda Pop. Get away from me. Ist das nicht Joe's Brandhaus? Bist du nicht Joe? Ach nee, wir sind im George's Laden. Okay. Wo ist denn dann Joe's Brandhaus, wenn das nicht... Also ich kann nicht laufen, weil ich überladen bin. Okay. Wo ist Joe's Brandhaus? Da, wo das S angezeigt ist. So. Joe? How you doing? Könntest du gebrauchen? Gut! Gesucht bei Black Bay. Ich weiß nicht, ob ich was über Black Bay verkaufen soll oder eben nur den Scheiß hier oder... Weißt du? Verkaufen wir jetzt mal alles, das ist jetzt nichts, was ich... So. See, that's how it goes. Keep the money, it'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens, the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Okay. Dann markieren wir halt mal jemanden. Neues Tee.
In deinem Inventar kannst du die Registerkarte Fähigkeiten auswählen und neue Fähigkeiten erwerben. Du musst aufsteigen, um neue Punkte zu erhalten, die du benutzen kannst, um aufzusteigen. Du musst so viele Dinge wie möglich stehen. Inventar? Nein. Inventar? Ah, Inventar. Hey. Markierung. Verbleibende Fähigkeiten. Ja, dann lernen wir halt das. Super. Gut. Alright, I bet he's somewhere visible at 3 p.m., 1500 military time. Wait it out in the parking lot, and then go to the spot I marked for you. Okay. Oh, ein Brunnen. Have you got eyes on him? Mark his ass so we know when he's out. Okay. All right, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. Planungsmodus aufrufen auf dem markierten Planungsmodus. Okay. Planungsmodus ist eine Fähigkeit, die dir dabei hilft, einen Einbruch effizienter zu planen. Um in Planungsmodus zu gelangen, schaue auf einen markierten Anwohner und drücke Right Mouse Button. Du siehst Wegpunkte, die angegeben, wohin sich der Anwohner in den nächsten Stunden bewegen wird. Kannst du diese Fertigkeit auf deinem Computer upgraden, damit die den Wegpunkt anzeigen. Okay. Planungsmodus aktiviert. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Okay. Dann fahren wir halt. Verlasse die Gegend und geh in dein Versteck. Wie ein Besoffener. Wo geht's denn hier raus, Mensch? Da. Da, Versteck. Ach Gott, zack, Zifix. Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on House Renovator. Go to the computer. I have to show you around in your new world. House Renovator.
Nur das. Da ist ein bisschen Hausflipper mit drin, das ist ja schön. Verwendung. Lassen mit Druckfarm. Okay. So. Check out Steel Gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Steel Gear. Zack. Taschenlampe ausverkauft. Brechstange ausverkauft. Mikrokamera. Kostet 500. Lautes Walkie-Talkie. 200. Hundefleisch 25. Kabine. Werkzeugkasten. Maschinenmaske. Schmuckwerkzeug. Nachtsichtbrille. Hacking PDA, Schießstand, Drogenfarmplan, futuristisches Museumplan. Okay, ich hätte gerne eine Mikrokamera. So. Und nun? Okay. On Rob Tips, you can buy information about. Oh, das wollte ich nicht. On Rob Tips, you can buy information about houses, loot locations, security cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102, free of charge. Oh, okay. Check out Black Bay. You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop, so keep an eye out. Go to Hell Neighbor. Like I said before, you need more experience before you can learn lockpicking. Accept the job at 102. Bitte was? Begib dich zu Hell Neighbors. Achso, hier, Black. Kann ich gar nicht. Okay. Zerstöre das Fenster. Und ein paar Dinge zerschlagen. Okay. Good, you get the hang of it. You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Okay, da können wir Sachen teurer verkaufen. Drone Tech, da sind wir noch raus. Upgraded. Okay. Dark Bank. Einzahlung. Alles. Stolen Rewards, niedrigste Spielerpreise, öffne 5 Paketschließfächer, stiehl 300 Gegenstände, stiehl 500 Gegenstände, stiehl 7 Personen, okay. House Renovator, das sind so ein bisschen, na, guckst du mal, Thief Contract. You steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Okay. Madisonstraße. Madisonstraße! Also mehr oder weniger ist es. I stole a bracelet. It's nice and shiny. Have you been on Dark Bank? You can deposit money there and it will grow weekly. Make sure to check it out. Wo ist denn die 102? Ah, okay, die 102 ist neben der 105 und da auf dem Parkplatz. Die Rückseite von 102, denn da ist der Soundeffekt hier. Bisschen laut, hä?
Was war denn da noch? Notizen. Hier, da war irgendwas. Badezimmerfenster ist offen, Haus hinter Kaputzhaus leer, Beute. Alarm an einer Schublade im Schlafzimmer. Okay. Ist aber auch nichts zum Klauen drin, oder? Kann auch nichts mehr kaputt hauen hier. Genau das gleiche aus, in dem wir gerade eben waren. Habt ihr irgendwo wieder Geld hingelegt oder so? Fände ich total super. Das ist vielleicht das Letzte, was wir machen. Blutest aus? Wann habe ich denn eine Wunde gekriegt? Habe ich verpasst, hä? Ich habe mir irgendwo wehgetan. He's doing. Steal on with Thief FM. Okay. Best music to steal to. Bevor wir jetzt irgendwas kaputt hauen. Habe ich irgendwas vergessen, was ich klauen kann? Nein. Aha. Aha. Something. Officers are on the scene.
diesmal glaube ich läuft's besser. Guck's immer. Stealing the best music just for you. So, einmal noch. Dann habe ich Kanauze voll. Will das mit dem Bildschirm. Warum eigentlich nicht erst das Bild zur Seite schaffen und dann den Rest kaputt machen? Just a idea. Und jetzt hauen wir da was kaputt und dann verstecken wir uns einfach in der Mülltonne. Und wir jetzt lachen. Vielleicht ist die Polizei eh zu dumm. That ding is next door. Call the cops. Hide in the dumpster or something. Suit called off. Suspect not on the scene. Funny if you got caught. A man escapes trained assassins, but he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience, steal some more from 102. Steal some more from 102? Das kann ich nicht mehr. Der ist ja jetzt alles ausgeräumt. So. Stop it now! Wer denn der auch so blöd? Gerade da lang. So, auch ins Versteck. Da taken wir jetzt erstmal das Bild aus dem.
setzen wir uns ein. Jetzt schauen wir als erstes, ob wir hier was haben. Haben wir aber gar nicht. Elektronik haben wir auch nicht wirklich irgendwas, oder? Doch ein Radiowecker hätte ich im Angebot. So viel Zeug. Wertsachen. Eine Uhr. Ich habe eine ganz tolle Uhr. Okay. Dann lernen wir Lockpicking. Take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. Nein, ist es nicht, weil da sind wir nämlich schon. Aber, und da wo wir jetzt sind, hören wir für heute auf. Sollen wir hier nochmal weitermachen? Schreibt es mir in die Kommentare. Mich hat's gefreut, dass ihr da wart. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, kostenloses Abo, Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin bleibt es schon und genießt euer Leben, weil es ist hopp zu sonst. 40 und Papa. Ah ja, der Feideuter.